Der Club, den sie halten, hat eigentlich eine Titelgarantie, weil sie sammeln nämlich Pokale, wie wir zum Beispiel Panini-Bilder sammeln. Ich begrüsse ganz herzlich Ramona Bachmann von der Frauen-Nazi. Ramona, willkommen. Merci. Wie viele Titel ist es, auf, was hast du gesammelt in deinen Clubs? Weißt du, insgesamt. Ich weiß es nicht einmal so genau. Ehrlich gesagt, es sind doch ein paar. Nach meiner Rechnung sind es 10, also müssen wir aufschreiben. Schweizer Meister, 5-mal schwedischer Meister, schwedischer Cup-Sieger, deutscher Pokalsieger, englischer Meister, englischer Cup-Sieger und 3-mal Champions League-Finale. Der fehlt noch. Der fehlt, ja. Tut das auch so ein bisschen weh. Der schönste ist ja dann nächstes Jahr in Frankreich, wo wird warten. Genau, der Weltmeistertipp. Wann hast du gemerkt, dass du hast gesagt, du hast viel Talent im Fußball und von dem eben ganz ein Haufen. Wann hast du das eigentlich gemerkt, dass du einfach viel besser bist als die anderen? Also ich habe einfach immer mega Freude am Fußballspielen. Ich habe mir gar nicht groß Gedanken gemacht. Früher, also als ich noch klein war, hat es eben Frauenfußball gar nicht so gegeben, wie es heute geht. Also es war gar nicht in den Medien gesehen und man konnte es eigentlich überhaupt nicht verfolgen. Und ich hatte auch männliche Vorbilder. Und ich habe mir gesagt, ich möchte Profifußballerin werden. So wie der Ronaldo, brasilianische Ronaldo, war damals mein grosses Vorbild gewesen, oder der Totti. Ja, aber ich habe mir gar nicht groß Gedanken gemacht, dass das vielleicht gar nicht möglich ist für eine Frau. Und dann später auf die Karte Fußball setzen, Lehre abbrechen und sagen, so, jetzt wollte ich es einfach wissen. Kann man vorstellen, dass die Eltern nicht immer von Anfang an einverstanden sind? Also, wie war es bei dir? Ich hatte ein riesiges Glück gehabt. Also meine Eltern sind wirklich mega hinter mir gestanden, haben mich mega unterstützt. Und sie haben einfach gewusst oder einfach gesehen, wie ich aufgehe im Fußball und wie viel mir das bedeutet. Und ich habe relativ früh halt ein gutes Angebot bekommen. Damals von Umea war damals Champions League-Sieger, wo vielfache Weltfußballer im Marta gespielt hat. Und ja, ich habe mir das einfach nicht entgehen lassen, diese Möglichkeit. Und für mich war sofort klar, dass ich das machen möchte. Und für meine Eltern ist eigentlich auch nie zur Frage gestanden, dass ich das nicht selber mache. Haben Sie gemerkt, dass das ist, was dich eben glücklich macht? Du hast gesagt, du hast in Schweden gespielt, in Amerika gespielt, dann hast du in Deutschland gespielt und jetzt spielst du in England. Ist es ein komplett anderer Frauenfußball, wenn man die Länder, die Ligen vergleicht? Grundsätzlich eigentlich nicht. Also es ist, ich kann jetzt natürlich aus Erfahrung sagen, dass vielleicht die deutsche Liga am ausgeglichensten ist, wenn man das mit anderen Ligen vergleicht. Also meisten Mannschaften, die auf dem gleichen Niveau spielen. In Schweden und Amerika war es auch so ein bisschen eher einseitig, so ein bisschen Teams, die eher besser sind als die anderen. Und jetzt in England haben wir doch auch noch mit, würde ich sagen, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Man City, die so ein bisschen rausstechen. Aber es wird immer besser. Also eben die namhaften Clubs in England, die im Frauenfußball mitmischen. Und das boomen, glaube ich, die Liga boomen. Extrem. Also die Clubs sind wirklich mega interessiert und sie investieren. Es ist auch mega viel Geld im Spiel in England. Und ja, sie haben einfach auch gemerkt, dass mit relativ wenig Geld im Verhältnis jetzt. Also im Frauenfußball braucht es relativ wenig Geld. Genau, im Frauenfußball braucht es relativ wenig Geld und man kann mit wenig Geld eigentlich relativ viel erreichen. Das wäre echt der Aufruf für die Schweizer Clubs, oder? Die Schweizer Präsidenten. Also schon ein bisschen, ja. Es wäre natürlich optimal, wenn man es vor allem in der Schweiz zumindest mal könnte, vielleicht irgendwie eine Halbprofiliga machen. Du sagst es, wir reden ja nicht mal von Profi sein in der Schweiz. Genau. Also die meisten Spielerinnen, die hier in der Schweiz spielen, die arbeiten alle 100% nebenbei. Und das ist natürlich schon ein riesen Pensum, wenn du pro Tag 8 Stunden arbeiten musst. Und nachher am Abend hast du noch Training und am Wochenende hast du noch Match. Und dann ist halt einfach Fußball nicht das Wichtigste. Und man kann sich halt auch nicht so erholen und sich so auf die Spiele vorbereiten, wie das vielleicht eben ich oder gewisse andere können. Was hat bei dir jeweils den Ausschlag gegeben, dass der Club wechselst? Meistens sogar das Land wechselst? Also ich war insgesamt 8 Jahre in Schweden und in Schweden hat es mir mega gut gefallen. Aber dort war es wirklich so langsam immer wieder das Gleiche, die gleichen Gegner. Und ich habe einfach eine neue Herausforderung gebraucht. Plus, dass Rosengart, mein Verein, dort irgendwie nicht ganz geschafft hat, über das Viertelfinale in der Champions League. Und ich habe wirklich gesagt, der Titel fehlt mir halt wirklich einfach. Und und mit Chelsea warst du noch holen. Dein Vertrag wäre bis, wenn ich richtig bin, bis 19 gegangen. Du hast ihn vorzeitig verlängert, bis 2021. Genau. Also bist du rundum happy in England? Mir gefällt es mega gut. Das Wetter auch?
aus dem Wetter. Aber ich sage mir halt immer, man kann nicht alles haben. Also, das ist ja jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, warum man sich Fußball spielen kann, damit ich bei schönem Wetter shooten kann. Aber sondern, ich habe gelesen bei Chelsea, auch bei den Frauen, also das Rundum-Paket, ist das wie bei den Jungs? Ist keine Wünsche offen für euch Spielerinnen? Ja, also wir haben wirklich super Voraussetzungen, eigentlich wie bei den Männern. Also wir haben das ganze Trainingszentrum mit ihnen zusammen und wir können auch alles brauchen, was sie haben. Wir kommen jetzt morgen zum Mittag, haben einen riesen Staff. Also wir teilweise an die Auswärtsmatch reisen wir mit 20 Spielerinnen und 19 Staffmitgliedern. Und ja, also es ist wirklich eigentlich alles abgedeckt. Das heisst, zum morgen zum Mittag, das heisst, der Arbeitstag verbringt man auf dem Campus, auf dem Gelände? Es ist wirklich etwas anders, als ich es gewöhnt bin von anderen Clubs. Ich bin meistens schon um 9:30 Uhr, spätestens um 9:30 Uhr dort, weil dann gibt es einfach zum Morgen. Und zum Morgen wird am 10 Uhr abgetischt. Und am 10 Uhr ist nachher eigentlich auch das Meeting. Wir haben immer ein Meeting vor dem Training. Es geht je nachdem halt ums Training oder Gegneranalyse. Um 10:30 Uhr haben wir nachher immer individuell irgendwelche Übungen, wo man halt seine Schwachstellen so ein bisschen hat. Und um 11 Uhr fängt dann das Training an. Bis meistens 10:30 Uhr. Nachher eigentlich kann man direkt zum Mittagessen oder man kann zuerst duschen. Und meistens dann nach dem Mittagessen haben wir nochmal ein Meeting. Also ich bin eigentlich nie vor 2 Uhr fertig. Ich bin meistens sogar erst um 3-4 Uhr daheim, manchmal, weil ich halt noch irgendwie etwas selber mache, entweder im Gym oder ich habe noch Behandlung oder ich mache sonst noch irgendwie Dehnübungen oder etwas. Und ja, es ist eigentlich schon ein voller Tag. Voll ist das Stichwort. Der FA Cup, wo er gewonnen hat, über 45'000 Zuschauerinnen und Zuschauer in einem Stadion. Ja. Ist das selbst für dich, wo weit ist umgekommen in der Fußballwelt? Ist es auch für dich etwas Spezielles? Es ist etwas mega Spezielles. Also zuerst mal im Wembley können spielen, ist sicher von sehr vielen, Fußballerinnen und Fußballern ein Traum. Und vor so vielen Zuschauern ist natürlich etwas mega Spezielles. Und ich habe auch nach dem Match eigentlich gesagt, ich finde es mega cool und ich würde mir das wünschen, dass ich das jedes Wochenende hätte. Und dann habe ich kurz einen Moment überlegt und dann gedacht, ja gut, aber war es dann wirklich noch so speziell, wenn man das wirklich jedes Wochenende hat? Was hat er denn in Meisterschaftsmatches? 2'000 bis 3'000. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie nach Gegner halt auch. 45'000, vor allem wenn man gerade ein Cupfinal in der Schweiz erinnert, wo man da im Fernsehen gesehen hat, ist zwar im Fernsehen gekommen, aber der FC Zürich hat noch die Nachwuchsspielerinnen mitgenommen, um ein bisschen Kulisse zu haben. Es ist ernüchternd. Ja, es hat halt wirklich auch der Cup in der Schweiz halt auch nicht ganz den Stellenwert wie der FA Cup in England. Das ist ja wirklich mega populär. Mhm. Und ja, das merkt man schon, den Unterschied. Wir haben seit Jahren immer über das Problem, es boomen zwar, aber die Stadien sind noch nicht ganz voll. Wir haben gemeint, mit der WM-Quali, mit der erstmaligen WM-Quali in Kanada, es gibt einen Boom. Hat es den gegeben? Hast du etwas mit? Ich habe schon gemerkt, dass es einen Boom gegeben hat, auf jeden Fall, also nach der WM. Eigentlich eine ganz interessante Story, wo ich das extrem gemerkt habe. Also ich bin mit meiner besten Kollegin Sandra Böttcher, die hat ja auch in der Nazi gespielt. Wir sind zusammen auf Paris gefahren, an die EM, Männer-EM. Mhm. Das war ein Jahr nach unserer WM. Und sind dort den Match von der Schweiz und haben gesagt, ja, wir wollen gehen etwas früher los. Also wir hatten dort ein Hotel und haben wollen noch das Aufwärmen schauen. Und sind wirklich 3 Stunden vor dem Match losgelaufen von unserem Hotel. Also wir sind immer weit weg vom Stadion. Und sie hat dann noch natürlich unsere halt Trikots angelegt. Und sie hat dann noch so gesagt, ja, denkst du, uns erkennt irgendjemand? Und dann haben wir so gesagt, ja, vielleicht. Ein paar wenige, die Frauen Fußball schauen und interessiert sind. Und es war wirklich extrem. Also wir sind die ganze Zeit erkannt worden. Also wir sind am Restaurant vorbeigelaufen, Schweizer Fans haben uns gerufen, sie wollten Fotos machen, sie wollten Unterschriften haben. Es ist wirklich, also ich habe mich gefühlt wie irgendwie ein Hollywood-Star und völlig überrascht, dass uns jetzt plötzlich alle Leute erkennen. Und wir sind wirklich gerade auf Kickoff im Stadion. Hat es noch geschafft? Wir haben wirklich so lange gehabt, weil uns die Leute wirklich, die sind alle gekommen, auf allen Seiten sind sie gekommen, wollen Bilder machen, die Kameras sind gekommen und wollen Interview machen. Für irgendwelche Fans haben dann einen Song erfunden kurz. Also es war wirklich extrem. Und dort habe ich wirklich gemerkt, wow, wir haben echt etwas ausgelöst in der Schweiz. Absolut. Das hat man medial hat man das Ganze aufgegriffen. Ich habe auch gelesen, dass dir aber wahrscheinlich entgegen den Typen so ein bisschen geniessen, nicht jeden Tag in der Zeitung zu stehen. Nicht aus dem Haus gehen in England und nur noch Paparazzi zu stehen. Ja, ich habe es natürlich noch nie so extrem erlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt schon auch mühsam kann sein kann, weil man kaum irgendwie ein normales Gespräch führen kann und dann kommt schon wieder jemand und fragt nach einem Bild.
ich glaube, dass es, wenn man das permanent hat, dass es schon nicht ganz so einfach ist. Jetzt die WM-Quali, die am Dienstag gegen Weißrussland geht, auswärts. Man biegt auf die Zielgerade ein, diese Gruppe Erste. Hast du den Reiseführer für Frankreich schon gepostet? Nein, noch nicht. Also ich versuche natürlich sowieso ein Spiel nach dem anderen zu nehmen. Es ist, da redet ihr gleich mit dem Mann, oder? Es ist halt einfach, es kann im Fußball alles passieren, obwohl es ziemlich deutlich aussieht jetzt. Aber ja, uns darf kein Fehler passieren. Also wir brauchen auch jetzt gegen Belarus, wir dürfen auch die nicht unterschätzen, brauchen wir auf jeden Fall 3 Punkte. Und nachher haben wir nochmal ein mega schweres Spiel auswärts in Schottland, wo ihnen natürlich ein 1-0 würde länger gegen uns, weil sie halt im Torverhältnis momentan vor uns stehen. Also ja, qualifiziert sind wir noch nicht. Es mal nichts verleiden. Dreht nach der WM in Kanada, man gelesen, die beste Mannschaft ever. Wie seid ihr das Jahr aufgestellt? Wie würdest du? Seid ihr noch besser als in der letzten WM? Also in der letzten WM haben wir natürlich eine sehr erfahrene Truppe gehabt. Wir sind schon mega lange zusammen gesehen, auch mit der Martina natürlich, die schon mehrere Jahre jetzt mit uns zusammen arbeitet. Und ja, Erfahrung ist immer relativ schwierig zu schlagen. Aber ich würde sagen, jetzt mit den vielen Jungen, die wir haben, sind ja, hungrig, sie wollen etwas erreichen. Und man merkt auch im Training, Konkurrenzkampf ist da, was ich persönlich mega wichtig finde. Und jetzt, ich finde es gut, haben wir noch mal ein Jahr zusammen, bis zu der WM. Aber ich glaube schon, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, gleich stark zu sein oder wenn nicht sogar besser als an der WM. Besser sein würde heissen mehr als Achtelfinale. Was liegt drin? Alles? Ja, ist jetzt natürlich noch mega weit weg und kommt dann natürlich immer auch noch ein bisschen auf die Auslosung drauf an, was hat man für Gegner. Aber ich bin immer mega zuversichtlich und ich glaube an mein Team und ich glaube auf jeden Fall, dass da mehr drin liegt als letztes Mal an der Weltmeisterschaft. Und mit Martina Voss-Tecklenburg hat er auch einen Mentalitätswandel gemacht. Sie hat so die deutsche Tugend, glaube ich, auch daran glauben, aus sich nicht selber klein zu reden. Wir glauben daran. Und jetzt müsste er in eine WM gehen, ohne sie, wo sie zum DFB wechselt. Was hinterlässt sie für eine Lücke? Ja, also für uns natürlich mega schade, weil wir sie alle Spielerinnen mega schätzen, das Trainerin, und sie ja, mit uns mega erfolgreich war. Aber gut, ich habe jetzt hier grosses Vertrauen in den Verband und ich glaube, dass hier sehr gute Nachfolger oder Nachfolgerin wird kommen. Und ja, dass man auch dort das Vertrauen mit dem Trainer wieder aufbauen kann und zusammen kann Grosses erreichen. Und vor allem die Mentalität, die hat er ja. Die hat er jetzt, aber das zeigt den Licht nicht unter einen Scheffel stellen und daran glauben, dass man ich glaube, an einem guten Tag reden schlagen kann. Genau, also ich glaube, vor allem auch ein grosser Punkt ist gesehen, dass so viele Spielerinnen ins Ausland sind und dann auch gemerkt haben, hey, wir können uns im Ausland durchsetzen und das bringt einem dann eben schon weiter. Wir wünschen toi toi toi, dass es auf dieser Zielgerade so weiterläuft, wie es angefangen hat. Ein paar Sätze angefangen für dich, die ich dich bitte, dass du die würdest beenden. Du hast mal gesagt, ich würde gratis Fußball spielen, dass ich aber Geld bekomme dafür ist? Was Plus? Der Champions League-Finalfluch. Ja, ich mache weiter, bis ich diesen Titel habe. RB10-23? Ja, der Nazian ist 10 und bei Chelsea ist 23. Also bist du schon drauf dran, mal eine Marke aufzubauen, ein Label aufzubauen? Wäre das mal etwas in Zukunft? Ist auf jeden Fall sehr interessant, ja. In 10 Jahren werde ich? 10 Jahre? Da bin ich 37. Ja, sicher irgendwo im Fußball tätig sein. Trainerin wäre das Thema? Ja. Nach diesem Intro fühle ich mich? Ja, spannend. Spannendes Gespräch. Merci vielmals, Ramona. Alles Gute, dass es mit Titelsammeln auf Vereinsebene weitergeht. Und vielleicht kommt ja einer mit der Schweizer Nazi dazu. Wir wünschen es dir und der Mannschaft. Merci vielmals, hast du die Zeit. Danke auch. Das war es für diese Woche mit dem One-on-One. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.